Also ein bisschen diese Diskussion Leben und Leben lassen und auch eigentlich die Diskussion rund um die digitalen Medien und eben auch das, was da zum Teil abgeht bei Facebook, Twitter und Co. Andreas Kümmert kann da jetzt ein Lied von singen. Es wird immer mehr auch ja gelehrt an Schulen rund um die digitalen Medien. Es gibt Laptops, es gibt Smartboards, Smartphones, Tablets und so weiter. Selbst die Kleinsten werden schon dran gewöhnt. Und das bringt nicht nur Vorteile mit sich, sagt unser Gast heute. Ganz im Gegenteil, Kinder und Jugendliche entwickeln dadurch ein bulimieartiges Lernverhalten. Das ist eine Aussage von Professor Gerald Lemke, Autor des Buches Die Lüge der digitalen Bildung. Er ist heute Morgen bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Professor Lemke, was ist denn jetzt bulimieartiges Lernen? Naja, also wir wissen, dass in den Schulen, gerade in den fortführenden Schulen, die Kinder und Jugendlichen doch sehr viele Inhalte lernen müssen. Die Curricula sind voll mit Lernstoff und der Prüfungsdruck steigt ja auch. Und da müssen natürlich die Kinder auch sehen, wie kriegen sie diesen Stoff jetzt in den Kopf hinein, um dann die Prüfung, meist eine schriftliche Prüfung, zu kriegen. Und da wird dann ausschließlich nur auf diese Prüfung gelernt, meist aus dem Kontext heraus. Es bleibt meistens von diesem Wissen nichts übrig. Das erfährt man, wenn man dann zwei Tage später mit den Kindern darüber spricht, was sie eigentlich gelernt haben. Aber dann ist es doch eigentlich egal, ob ich jetzt aus einem iPad heraus das lerne oder aus einem Buch. Naja, sicherlich. Also digitale Medien können natürlich dieses Lernen durchaus fördern. Aber man muss differenzieren, in welchen Altersgruppen das passiert. Ab dem 12. Lebensjahr sind wir Menschen in der Lage, aufgrund der Hirnentwicklung und auch der biologischen Entwicklung, fremdartige Medien wie digitale Medien zu nutzen, um damit das Lernen zu unterstützen. Bis zum 12. Lebensjahr sind die Kinder nicht in der Lage. Das heißt, das Hirn ist dann in der Regel überfordert, wenn dann also auch noch digitale Medien dazukommen, die Ablenkungen dazukommen, die Vielfalt der Informationen dazukommen. Und das äußert sich darin, dass Kinder häufig dann an Konzentrationslosigkeit leiden. Das nimmt in den letzten Jahren zu. Es äußert sich darin, dass auch Empathie in der Kommunikation mit den Lehrern dann häufig fehlt. Und insofern gibt es also keine positiven Effekte digitalen Lernens bis zum 12. Lebensjahr. Aber fährt nicht der internationale Zug auch dann ohne uns ab? In Asien, in den USA, da werden die Kinder sehr früh daran schon gewöhnt, ja, mit den digitalen Medien, mit digitalen Geräten umzugehen. Auch übrigens zu lernen, wie ist ein Computer eigentlich aufgebaut? Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass der Zug dann wirklich ohne uns abfährt, wenn wir sagen, erst ab dem 12. Lebensjahr macht das Sinn. Dreijährige sitzen ja mittlerweile auch schon am iPad und puzzeln oder so. Das ist ja, das kann doch nicht verkehrt sein. Naja, es ist doch insofern verkehrt, als dass wir wissen, dass die Nichtnutzung von digitalen Medien bis zum 12. Lebensjahr dann später die Medienkompetenz überproportional erhöht. Und wenn wir jetzt ins Ausland schauen, in Asien oder Kalifornien, gibt es ja die ersten mittlerweile Studienerfahrungen, wo iPads beispielsweise und andere Tablets seit der ersten Klasse eingesetzt wurden. Und man stellt heute fest, dass originäre Fähigkeiten wie das Schreiben, Rechnen, Lesen dadurch nicht verbessert wurde, sondern ganz im Gegenteil verschlechtert wurden. Mhm. Und das ist einfach eine Erkenntnis, da kann man nicht die Augen verschließen. Stichwort Handschrift zum Beispiel auch wahrscheinlich, ne? Also ja, das habe ich selbst gemerkt, irgendwie in den letzten 20 Jahren ist meine Handschrift so unfassbar hässlich geworden. Man sitzt aber auch natürlich viel am Rechner und klimpert die Sache da rein. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Das ist vielleicht dann gerade bei den Kleinen durchaus ein Punkt. Ich habe trotzdem aber eben das Gefühl, dass wenn man doch es sinnvoll einsetzt, dass ein digitales Medium eher hilfreich ist. Deshalb, ich verstehe Ihre These, natürlich zu sagen, 12 ist eine gute Grenze, aber ich verstehe nicht ganz den Unterschied jetzt zum 8-Jährigen, wenn man es sinnvoll einsetzt, mit einem geschulten Lehrer. Naja, also die Frage ist, was ist denn sinnvoll? Also sinnvoll ist der Einsatz von digitalen Medien immer dann, wenn ein Lernprozess unterstützt wird. Das braucht aber sehr viele Rahmenbedingungen. Sie haben den Lehrer beispielsweise angesprochen. Der Lehrer muss also dieses digitale Medium in seinem didaktischen Konzept einsetzen. Er muss es proaktiv einsetzen und er muss selber auch ein Profi natürlich dieser Medien sein. Das ist ein toller Punkt, Profi dieser Medien. Dazu haben wir einen Kommentar heute Morgen bekommen auf unserer Facebook-Seite von Igor Timcevic. Das Problem mit den digitalen Medien in Schulen, es liegt oft bei den Lehrern, sagt er, die nämlich gar keine Ahnung davon haben. Dann merken die Schüler das auch und machen, was sie wollen. Das vorhandene Lehrpersonal müsste erst geschult werden, damit diese den Schülern dann den Umgang auch richtig vermitteln können. Wahrer Punkt. Da ist was dran, aber wir müssen den Kommentar natürlich differenzieren, wiederum nach der Altersgruppe.
Und ich muss auch eine Lanze für die Lehrer auch brechen. Denn Lehrer sind tagtäglich an der Front und arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Und sie wissen schon, wie didaktische Prozesse und Lernprozesse funktionieren. Und sie nutzen häufig digitale Medien nicht, weil sie faul sind oder weil sie diese Fähigkeiten sich nicht aneignen wollen. Ganz im Gegenteil, sie haben sie. Sie sind selber davon überzeugt, dass im alltäglichen Lernprozess diese Medien bis zum 12. Lebensjahr eben nicht lernfördernd sind. Und deswegen wird es nicht eingesetzt. Und das soll auch so bleiben. Deswegen sind also Aussagen wie, wir müssen Kindergärten, Grundschulen bis zum 12. Lebensjahr mit noch mehr Technologie auffüllen, überhaupt nicht hilfreich und sind die falschen Impulse. Und deshalb sagen Sie, um es überspitzt zu formulieren, die kleinen Kinder macht der Computer eher dümmer. Computer machen nicht dümmer. Und sie machen auch nicht grundsätzlich einsamer. Aber sie fördern halt nicht. Und deswegen ist mein Appell, bis zum 12. Lebensjahr weniger in Technik zu investieren und viel mehr in pädagogische Kräfte zu investieren, gerade von staatlicher Seite. Denn das ist das, was wirklich fördert. Spannende These, klare Worte von Professor Gerald Lemke, heute Morgen unser Gast. Wie sehen Sie das? Ihre Meinung gerne auf unserer Facebook-Seite, dem Diskussionsforum am Morgen. Herr Professor, vielen Dank. Ich danke Ihnen.